Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Mann, was haben wir in den letzten beiden Folgen erlebt? Wir sind aus Kuwait raus. Yeah, rock'n'roll, baby. Und jetzt müssen wir natürlich einen Weg finden, um zur unteren Aufstiegsstation zu kommen. Wir haben eine Kontrolltafel. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Das sehe ich genauso. Das hier scheint eine Rangierstation zu sein. Von hier aus kann ich die Weichen für unsere Fahrt durch die Minen stellen. Das klingt gut. Der Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Dachte ich mir. Ich habe aber das Gefühl, dass der Gleisarbeiter, der einfach vorhin nur beim Dock rumhing, dass dessen Schlüssel vielleicht passt. Okay. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Nicht mal. Knöpfe. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Okay. Oh, ein Lappen. Dreckiger alter Lappen. Jeder ernstzunehmende Tüftler hat so einen. Dann sollten wir uns den auf jeden Fall einstecken. Vielleicht können wir mit diesem Lappen ja auch den Spiegel putzen. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Der Lappen ist kaputt, ganz sicher. Ich lasse den Hebel mal so. Brauchen wir auf jeden Fall die Weichenhebel. Wer vorhin gut aufgepasst hat, hat gesehen, dass in dieser komischen Außenkurve Dings da ein Hebel lag. Ich denke... Oh! Licht! Okay, aber auf jeden Fall müssen wir zur Außenkurve, um uns den Weichenhebel zu holen. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarorte. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack! Sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Ah, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Ja, das ist blöd. Warte mal, ich habe doch einen Spiegel. Kann ich den hier irgendwie... an der Signallampe anbringen? Spot auf? Einen dreckigen Spiegel. So bringt das irgendwie noch nichts. Ich merke schon, ja. Er guckt ja genau auf das... Vielleicht können wir dem Skelett den Spiegel in die Hand drücken. Nicht fallen lassen, okay? Okay. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Wahrscheinlich immer noch bei Wenzel unter der Dusche. Ich muss auf jeden Fall das Ding kriegen. Aber mit dem trockenen Lappen geht... Der Schnaps? Ich sollte ja eh mein Herpes abwischen. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Läuft, dann werde ich bestimmt auch jetzt damit den Spiegel reinigen können. Spiegel! Wunderschön. Okay, jetzt haben wir einen sauberen Spiegel. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Ja, definitiv. Der guckt so ein bisschen drüber. Der Lichtstrahl. Vielleicht reicht das ja aus. Es ist immer noch zu dunkel für meinen Sonar. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Ja. Wie kriege ich jetzt am besten den... Och, warte mal, das Skelett hängt doch schon unten. Das ist ja ein Träumchen. Wahrscheinlich durch den Hebel bewegt habe und das Ganze in Gang gesetzt habe... dass sich dadurch die Weiche verstellt hat. Praktisch. Kann ich doch mal gleich
direkt gucken, was wir hier im Schlüsselkasten finden. Einen 8-Kant-Schlüssel. Boah, praktisch. Dann schauen wir uns doch mal glatt den weichen Stellkasten an. Den weichen Stellkasten. Nein, die Wartungsklappe. Eine Sicherung. Yep, das passt. Jetzt habe ich die Sicherung für den Kran. Aber trotzdem muss ich ja erstmal... Ich habe tatsächlich noch 2 Stromkehrer. Wenn ich jetzt also... Na, angenommen, ich würde das Ding jetzt hier einbauen, dass es denn hochgeht. Nehmen wir mal den Bienausaalen. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Genau wie ich es mir gedacht habe. Jetzt ist der Spiegel direkt angeleuchtet. Vielleicht komme ich jetzt zur Außenkurve. Na, schauen wir mal. Ha, das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Ach, Rufus. Der Weichenhebel. Abmontiert und weggeworfen. Es war wohl der letzte Wille des Gleisarbeiters, dass das Mein Bike nie wieder fährt. Tja, da hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Yep. Niemand hat seine Rechnung jemals mit dir gemacht, Rufus. Oh, hey, da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Umso besser. Doch nur ein Käfer. Rufus, das ist doch... Ach. Okay. Ich werde erstmal den Kran in Bewegung bringen. Hallo, Goal. Wo ist denn hier zum Kran? Oh, schneller. So. Jetzt passen wir die Sicherung rein. Klopp. Gut, das heißt, der Kranhebel funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mine-Bike hieven und wham. Wo ist das Mine-Bike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. So viel dazu. Könnt ihr gleich erstmal hier den weichen Hebel in den weichen Stellkasten? Ohne mein Bike passiert da nichts. Ja, sehe ich genauso. Okay. Die Nudeltafel. Ihre Flasche. Naja, dann schauen wir einmal, wohin das Mike-Bike uns führt. Okay, man muss Knöpfe drücken. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Hm. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ach, das ist so genial. Gehe ich mal nicht hoch, sondern stelle jetzt die Weiche, dass die dann quasi nach da oben rutscht. Ach, das läuft doch wie ein Länderspiel. Zurück ins Mein Bike. Und ab geht's zur Verladestation. Okay. Mein Bike, check. Dann geht's jetzt einmal zurück zum Kran. Und go rüber hier. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Ready! Diep, diep, diep. Whoops. Mist. Au. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält doch das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Er hat Alkohol. Das ist, glaube ich, der ganze Trick bei der Sache.
Ah, das sah so ein klein bisschen... ja, schmerzhaft aus. Nein, ein bisschen zumindest. Naja, fragen wir mit Doc mal, ob er... Wir nehmen uns immer seinen Schnaps ganz einfach. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Ich hab ihn doch abgewischt, Mensch, ist doch... Das ist Doc, Schrotthändler, Bastler, Neurochirurg, Schnacker. Hallo! Ja, schnacken wir mal eine Runde mit ihm. Was? Oh, hallo! Ja. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit! Ich bin so unruhig, ja. Ich fühle mich nicht lässig genug. Sollte mal ein bisschen chillen. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Ich fixiere mal ganz kurz den Schnaps. Lass ihn einfach auf dich wirken. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Wie ist er denn da hingekommen? Verrückt. Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Okay. Vielleicht. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch interessante Herausforderungen. Immer her damit. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein etwa so. Den Horizont fixieren. Naja, gucken wir mal. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. What? Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Aber wie kriegen wir jetzt den Ja, ich fülle einfach meine Flasche um. Ist einfach. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Haben wir jetzt die... Nee, ist immer noch leer. Ah. Hallo. Ich hab die Idee. Was? Oh. Ich habe noch mehr... Immer her damit. Los, könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein etwa so. So, dann fixieren wir den Hintergrund. Und ich lass ihn einfach auf dich wirken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Ich geh da mal. Such dir einen Punkt am Horizont und... Danke, Doc. Okay. Jetzt zum Kran. Okay, Horizont fixieren. Also gut. Horizont fixieren. Konzentration. Und... Tetanus ist das bequem.
So kann sich doch keiner konzentrieren. Irgendwas mache ich falsch. Ja, Bein hintern. Bein hintern Kopf. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Bein okay, hinterm Horizont. Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Sieht alles aus wie so ein LSD-Trip. Ich bin lass mal kurz überlegen. Er hat ja von was Blaues fixiert. Und dann nach Osten, also vielleicht dieses blaue M. Würde passen, weil der Fall ja an. Dann ist er nach Osten gegangen, zum U. Dann nach Süden. Nur wie weit nach Süden? Hier ist ein Z und hier ist ein M. Das heißt Mumpi oder Mutsui. Dann ist er die gerade Linie lang gelaufen. Bis zum U oder bis zum P, das würde auch passen. Und dann ist ja nur das I eigentlich übrig oben. Also Mumpi oder Mutsui. Mumpi oder Mutsui? Ich bin ein Mumpi. Mumpi! Und nun? Ein Schluck Schnippes. Scheinbar war es genau das Richtige. Funktioniert. Fummel mir meine Fummel vom Gang holen. Auf den! Toller Jahrgang! Okay. Gut, dann liefen wir mal jetzt Gold. Und yes! Oh Fuss, yeah! Kling. Ja, so wird es nur ruhig bleiben. Wir sind ruhiger geworden, wir haben den Kran in Betrieb genommen. Jetzt müssen wir mal Gold auf die andere Seite bringen. Haben wir auch geschafft. Die Weiche haben wir ja gestellt. Weichen gefunden. Na, die Hinweise lassen wir mal außen vor. Okay, dann fahren wir mal mit Gold zur unteren Aufstiegsstation. Nach unten müssen wir dafür. Können wir vielleicht... können wir nicht mitnehmen. Na gut. Brauchen wir sicherlich auch nicht. Ach, wie elegant sie auf dem Mainbike liegt. Sich lassiv räkelnd. Oder so. Er oder so. Gut. Und los geht's. Elysium, ich komme! Oder auch nicht. Ein Hinweis. Nee, ich will keine Hinweise. Es ist... Wie machen wir das jetzt am besten? Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Okay. Wir haben jetzt hier Hebel und Schalter. Wir müssen uns mal den Plan anschauen. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Okay, können wir also nicht größer machen.
Kann ich das vielleicht... Das entspricht ja soweit den Hebelfarben. Von wo komme ich? Komme ich von hier? Von hier? Oder von hier? Ich mache einfach meine Testfahrt. Oh, hübsch. Ja. Nein. Wuhu! Bekannt von mir. Und alles zurück auf Anfang. Okay. Gut, das hat in dem Fall also nicht geklappt. Okay. Okay, wir machen das wie folgt. In der nächsten Folge werden wir die Kontrolltafel enträtseln und einen Plan machen, wie wir wo am besten wann wie überhaupt vorbeikommen und dass wir eigentlich zur unteren Aufstiegsstation es schaffen. Stay tuned, schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt der Mindbike Simulator, Deponia. Ciao.